Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Among Us. Heute wieder mit zufälligen Rollen. Wir haben insgesamt, ich glaube, an die 20 verschiedene Rollen. Ich muss das später nochmal genau nachzählen. Mache ich eh nicht. Lasst eine positive Bewertung da. Wenn es euch gefällt, würde mich sehr, sehr freuen. Ah, ups. Okay, das war gerade ich. Ach nein, warte, ich bin verwirrt. Okay, ich muss das euch kurz erklären, damit ihr wisst, was gerade passiert ist. Ich war Time Lord, das heißt, ich konnte die Zeit zurückverwandeln. Ich kann die Tage, ach so. Das heißt, ich konnte die Zeit zurückverwandeln, damit Tode, also Kills, rückgängig machen. Und halt alle Positionen, man läuft halt rückgängig. Aber jetzt hat gerade der Shifter mit mir geschiftet. Der Shifter ist eine Rolle. Der kann, das war der Time Lord gerade, der Shifter kann nichts, ist eine nutzlose Rolle, aber du kannst die weiterreichen und tauschst dann mit einem Spieler. Wir tauschen mit Sophia. Boom! Hä? Was bin ich jetzt? Ich weiß nicht, welche Rolle ich bin, ich habe keine Fähigkeit. Das Ding ist aber, dass du halt natürlich auch mit den Imposter lustigerweise tauschen kannst, und dann bist du einfach Imposter dann. Also das kann halt for real passieren. Ich habe so einen rosanen Namen, was könnte das sein? Wir machen das mal hier, Simon Says. Also ich habe Berlina in Electrical gefunden und die kann auch noch nicht so lange da liegen, weil die ist im Lower Engine an mir vorbeigelaufen. Ich war mit Gambo gerade in, was ist das, Admin? Wir haben beide die Karte durchgezogen. Ich habe Simon Says gemacht und irgendeiner hat hier einen ganz, ganz nervösen Zeigefinger und hat hier dauernd diese Zeitrückgängigfähigkeit gemacht. Ich bin gerade in den Electrical rein und ich habe den Buddy so ganz knapp noch gesehen, dann wurde ich zurückgespult und dann bin ich halt wieder reingelaufen. Gut, aber die Erkenntnis, dass sie schon länger tot war, bringt uns hier halt auch. Ja, aber so lange kann die halt nicht tot sein. Kann man von Electrical in Admin wenden? Nein. Okay. Sonst hätte ich Gambo gesasst. Nehme ich an. Wo bist du denn? Lisa ist richtig still, das ist gar nicht so. Ich war in Upper Engine. Perfekt, du bist es. Hä, was? Du bist doch sogar an mir vorbeigelaufen, wo ich da hingelaufen bin. Ich will jetzt keinen Hinweis an den Imposter geben, aber es. Was? Was war das denn, Leute? Ganz Maulnummer. Wir haben die Runde instant verloren, weil Lisa und ich Lava waren. Und wenn einer der beiden Lava stirbt, ist Auto lost. Dann stirbt der andere automatisch mit. Lustigerweise war aber gerade Lisa noch der Imposter. Das haben wir nämlich gerade. Das haben wir nämlich gerade auch noch festgestellt. Ich habe Elina in Electrical gefunden. Mann, Elina macht den Logo hier heute. Logo, du hast deine Farbe geändert. Was ist falsch mit dir? Wer war denn noch mit am, Karten durchswipen? Ich da war doch nicht. Noch jemand. Das war mal ganz am Anfang. Ganz ja. Am Anfang. Ja, bin ich hoch und bist du hoch? Okay. Das Ding ist, dass selbst wenn wir Leute jetzt ausschließen können, kann ja durch den Swapper im Laufe der Runde eh ein neuer Imposter entstehen. Ne? Und dann ist wenn man den Imposter swappt, stirbt man. Ah, das ist ja mies. Also ich kann Sophia rausnehmen. Und Gambo habe ich am Stuhl gesehen. Ja. An was für einem Stuhl? Das bringt uns ja wieder zurück zu Mr. Number One. Gambo? Den roten. Nein, die rote Nummer 1. Logos extrem aggressiv und nervig. Den werden wir direkt jetzt killen, könnt ihr wissen. Weil ich jetzt der einzige Imposter bin, normalerweise hat man einen verlängerten Cooldown, das heißt, es ist eine schlechte Imposterrolle tatsächlich. Weil ich aber der letzte Imposter bin, der überlebt hat, naja, es gab ja auch nur einen, da bin ich ja nicht automatisch der letzte, ist mein Kill-Cooldown verkürzt auf die Hälfte. Deswegen wir jetzt hier versuchen, am Mähnten hier irgendwie auf Lecko Schmecko Logo. Vielleicht schaffen wir einen Kill hier. Ich kann natürlich auch einen Double-Kill performen, ne? Das geht ja grundsätzlich. Ah, schlechte Sabotage, ich krieg keinen Kill. Vielleicht kann ich hier so ein bisschen außerhalb jemanden killen, das wäre ganz geil. Wir warten noch ein bisschen, bis wir ein bisschen bessere Pose haben und go. Okay, gut, gut, gut. Willkommen. Okay. Ich warte einfach hier und kill dir einfach noch einen, wenn er kommt. Zum Glück zu lang her. Ja, es ist jetzt alles sehr risikobehaftet hier, was ich mache. Scheiße, 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 scheiße. Ich muss eigentlich Laura killen. Das war so auffällig. Scheiße. Ich muss Logo killen. Wo ist denn der? Der ist so gespammt, Leute. Aber der hat auch safe nicht gewartet. Den schnabulieren wir auch gleich mal. Dann gehen wir oben hin.
Wo hast du ihn gefunden? Oder wen hast du gefunden? Ich habe Sophia in Electrical gefunden. Aber warte, wir waren ja gerade zu dritt bei O2. Ja. Lisa. Was? Ich war nicht in O2. Ja, richtig, aber Logo, Laura und ich waren da. Hä? Ja, ich war trotzdem nicht. Also ich kann Lisa auch rausnehmen, Lisa war es nicht. Also ich bin immer noch bei Ben, muss ich ehrlich zugeben. Wollen wir das dann nochmal ausdiskutieren? Ich glaube, wir haben schon alle gewotet. Ja, sag bloß, wäre mir gar nicht aufgefallen. Ach komm, das ist doch alles scheiße, ey. Neue Runde, neues Glück. Das Ding war, wisst ihr, warum die mich jetzt gerade so ultra krass rausvoten konnten? Weil sowohl Logo als auch Laura wussten, dass es ich sein muss. Denn die haben mit diesem Shifter so oft die Rollen getauscht. Und du kannst mit dem Imposter wohl doch nicht die Rollen tauschen, so wie es aussieht. Das heißt, sie wussten, dass ich es bin, weil ich die einzige Person war, die halt nicht geschiftet hat mit ihnen. Deswegen war die Rolle viel zu, yo, chillt, viel zu OP. Und wir haben sie rausgenommen, erstmal. Gambo, wo hast du Laura denn entdeckt? Wie heißt das nochmal, wo man die Karte durchswipet? Admin? Card genau. Swipe. Aber jeder oha, sagt, hä? Warum denn ich jetzt auch vor allem wieder? Ich denke, es ist Gambo. Und wisst ihr, warum? Hm? Das ist natürlich ein sehr wilder Guess jetzt. Also, ne? Aber ich denke, der hat so geredet, wie Elina sagen würde, auf Triple Valium. Ey, als ob der sich drei Valium reingefasst. Also das ist halt so, dass ich gerne, das ist so ein Beruhigungsmittel, ne? Dann ist man so, halt so, das war halt so sehr ruhig und so, ey, war ja so auf Krampf, so irgendwie so, deswegen denke ich das, wisst ihr? Dass er so unscheinbar wirken wollte. Wir müssen hier rein, weil hier sehe ich tatsächlich mehr, das ist ja meine Rolle. Ich sehe, wer in welchem Raum ist. Das ist tatsächlich ziemlich OP. Da waren blau und rosé, grün, blau, rosa, okay. Boah, das ist so voll dieses, wenn du hier so übelst ein heftiges Brain hast, dann ist das richtig die OP-Rolle. Ich bleib jetzt hier einfach drin, dann müsste ich doch den Kill-Safe sehen, oder? Blau, lila, lila, rot, blau, gelb steht hier auch 200 Jahre rum. Ich verstehe nicht, warum. So, sag mal, Sophia? Das war verdächtig lang. Grün. Rosa, rot, gelb, blau, grün ist jetzt hier. Boah, ich habe alle Farben wieder vergessen. Das ist voll das Memory-Spiel. Ach, kein Bock mehr da drauf. Ich kann aber noch was anderes. Da müsste ich jetzt so wissen, in welchem Raum. Gibt es das auf der Map überhaupt? Diese Dead Bodies anzeigen? Nee, das gibt's ja nicht, ne? Das gibt's nur auf der anderen Map. Tatsächlich war Sophia da jetzt auch ein bisschen sassy. Weil diese Task dauert nicht so lang, wie sie da dran. Mikrofon aktiviert. Ich hab Lisa. Oh, unten. Ich dachte, Sophia was? Ist es. Naja. Ich hab Lisa unten bei Shields. Ist das Shields da unten rechts? Ich glaube, das ist ja. Shields. Das Ding ist, ich habe permanent gespied auf diesen. Ach, das durfte ich ja nicht verraten. Ja, ich hab gar nichts gemacht, Leute. Vielleicht war das ja auch einfach nur eine Manipulation von mir gerade. Hast du denn irgendwas im Spy gesehen? Was okay, jetzt kann ich es ja auch reden, weil ich es gesagt habe. Ich habe, ich habe nichts gesehen. Was kann denn Spy überhaupt? Wo war ich zuletzt, Ben? Elina war bei mir auf jeden Fall, bei Admin. Es ging relativ viel auf der rechten Seite ab, so bei Navigation, dann Communication, O2, so in dem Bereich ging da ziemlich viel ab. Elina ist dann zwischenzeitlich da über, dann so oben lang in Cafeteria rein. Okay, ja gut, das stimmt. Ha! Hab ich mir danke. Komplett ausgedacht, gerettet. Das bringt nee, also mein, ich hatte in der Runde davor schon Sass, der hat sich so dann geändert, weil Sophia 10 Minuten an der einen Task stand, aber vielleicht hat sie auch nur einen Hirnschlag gehabt, was mich wieder zu meinem ursprünglichen Sass führt, den ich eigentlich hatte. Und der ist? Ja, das darf ich ja nicht sagen. Okay, Detektiv Kermit. Da gibt's für mich jetzt eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung tatsächlich. Nein, warum? Das gibt ja gar keinen Sinn. Wir haben noch nicht verloren, falls Gambo falsch ist. Ah, der war richtig. Scheiße. Hä? Ja. Du, hä? Wer war's denn jetzt? Ich und... Und ich hab's von Anfang an gesagt. Hä, wer? Ich hab's nicht verstanden. Ja, Gambo war Lover mit Elina. Mann, und aber Gambo war auch Imposter. Nee, Lover. Ach,
Ah, Gambo ist gestorben, deswegen ist Selina auch gestorben. Nein. Ja, das war mein Plan von Anfang an, war das mein Plan. Dass Gambo und ich halt leider den falschen jeweils gewinnen. Ja, ich bin halt voll auf Ben gegangen. Ich habe extra noch gesagt, für mich gibt's da nur eine logische Schlussfolgerung. Ich dachte, wegen logische heißt es Logo. Ach, Logo. Oh, ich wusste, dass er mich votet. Safe. Ich bin der Altruist, wenn das deutsche Wort so stimmt. Ich denke schon. Der kann Folgendes, der kann wiederbeleben. Aber das kommt zu einem hohen Preis, denn man opfert sich selbst. Dann rennt der andere Spieler, wird quasi sofort wiederbelebt, kann wieder rumrennen. Und wenn man dann 10 Sekunden rumliegt, also quasi ich, der mich dann geopfert hat, werde ich auch wiederbelebt. Das wird aber höchstwahrscheinlich nicht aufgehen, weil sobald ich jemanden wiederbelebe, weißt du ja wahrscheinlich, wer der Mörder ist, wird dann wie angestochen zum Emergency rennen und drücken. Deswegen weiß ich nicht, ob die Rolle wirklich bei uns funktioniert, aber ich bin guter Dinge, dass ich jemanden vielleicht wiederbeleben kann, mich dann opfere und dann, ey, kommt das nicht dann erst eine Sekunde vor der Task. Ich muss halt auch, meine Rolle bringt ja basically nur was, wenn ich auch eine Leiche finde. Das heißt, vom Prinzip her müsste ich eigentlich die Task ignorieren und möglichst viel rumrennen, damit die Wahrscheinlichkeit, eine Leiche zu finden, auch halt einfach möglichst hoch ist. Wieso wurde ich viel weiter zurück teleportiert als Gambo? Was ist denn das für eine... Ja, es wird eh... Bei Admin wird doch keiner umgebracht, oder? Die Leute werden hier umgebracht. Hier so... Der klassische O2. Das ist richtige Meta. Am Anfang hat man immer Reaktor und dann hat man versucht, hier so zu killen. Jetzt macht man aber O2 und versucht, hier so zu killen. Also zumindest mein Spielstil. Eigentlich kann man das anhand der Platzierung, wo die Leute gekillt wurden, kann man das eigentlich ja häufig auch schon checkerinoen, wer der Imposter ist. Also wenn die Kills hier so stattfanden, dann weiß man eigentlich relativ safe, dass ich es bin. Hoffentlich guckt jetzt gerade, ja, die gucken das Video safe. Ne? Wollen mich selbst verraten? Ich finde hier keine Leiche, Leute. Das könnte knicken. Nein, Lisa! Also, ich bin gerade mit Ben in Kommunikation reingelaufen und dann ist Ben einfach vor Gambo tot umgefallen. Vielleicht wollte er ihn beleben. Es gibt doch diese komische Rolle, ja, stimmt. Die sein Leben gibt und der andere vielleicht aufsteht. Oh, Lisa! Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst mir mal eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal natürlich auch. Bis morgen, euer Ben. Ciao!